Herzlich willkommen beim Oxygen Visual Editor und beim Test, ob dieser unsere Surfschule auch umsetzen kann. In diesem Video möchte ich etwas anders vorgehen und zwar eine Sektion einfügen und diese Sektion dann gleich 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal oder 6 mal duplizieren, sodass wir insgesamt 7 Sektionen haben, denn die werden wir auch brauchen. Beginnen wir mit dem Header. Also zuerst einmal, Oxygen hat ein relativ übersichtliches, aber auch gleichzeitig sehr mächtiges Frontend. Hier kann man wirklich sehr nette Sachen mitmachen. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass wenn ein Element selektiert ist und wir auf das draufklicken, was wir haben wollen, dass das dann automatisch eingefügt wird. Hier eine Spalte und ich möchte gerne eine Doppelspalte haben. Dann klicke ich da einmal drauf und wenn ich möchte, kann ich direkt nochmal eine Spalte hinzufügen und hier auch eine Doppelspalte machen. Wir wissen ja aus den anderen Videos schon, dass wir genau 4 Stück hier brauchen werden. Ein Klick hier auf die Sektion und wir können uns einfach mal umschauen, was für Einstellungen hier bereits getroffen wurden. Beim Spacing sehen wir, dass wir 75 von oben und von unten haben. Vielleicht ist das ein bisschen viel. Wenigstens von oben brauchen wir nur 20. Und hier können wir eigentlich direkt 120 eingeben. Außerdem brauchen wir eine Seite, die über die volle Breite aufgezogen ist, vielmehr eine Zeile. Und jetzt können wir direkt mal damit anfangen, hier die Hintergrundgrafiken zu bestimmen. Das können wir auch unter Advanced machen. Also hier ist das Image Overlay, fangen wir mal damit an. Da wollen wir eine schwarze Farbe haben und gleichzeitig einen Durchblick, eine Opacity von 50. Dann nehmen wir unser Hintergrundbild, das ist das erste hier. Wunderbar, sieht direkt richtig aus. Jetzt klicke ich auf diese Zelle und auf Hinzufügen, Heading und es wird direkt eingefügt. Hier brauche ich auch so eins, Hinzufügen, Heading, hier hinzufügen, ein Icon. Das habe ich auch tatsächlich dort. Und hier hinzufügen ein Bild. Das nehme ich mir wieder aus der Media Library. Und das ist natürlich das Logo. Wunderbar. Das Logo müssen wir offensichtlich erstmal auf eine andere Größe stellen, Medium. Und dann von der Breite her, versuchen wir mal 80. Nicht 80 Pixel, sondern 80% zu machen. Ja, wunderbar. Das sieht jetzt noch ein bisschen verschwommen aus. Offensichtlich brauchen wir da dieses Bild. Das war falsch. Und zwar als Large. Ah ja, das sieht schon besser aus. Jetzt möchten wir noch, dass das Bild rechts ausgerichtet wird. Und wer sich hier im Bereich Typografie umschaut, um das rechts auszurichten, wird feststellen, das geht nicht. Wir müssen tatsächlich das darüberliegende Element selektieren und dann auf rechts klicken. Nicht bottom, sondern rechts. Wenn wir schon dabei sind, können wir es direkt mittig ausrichten. Es wird hier nicht viel ausmachen, aber hier zum Beispiel, da können wir das Ganze mittig ausrichten. Das wollen wir auch mittig ausrichten, nicht den Text, sondern man muss immer daran denken, das darüberliegende Element zu selektieren, um dann mittig ausrichten zu können. Das gleiche gilt für das Icon, das wollen wir nach rechts haben. Ja, das sieht schon mal super aus, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Schrift richtig formatieren. Und dazu klicken wir die Schrift an, gehen auf Advanced und können jetzt bei Typografie die Farbe einstellen und den Font auswählen. Wo ist unser geliebtes Roboto? Da ist es. Sehr gut, die Größe, das wissen wir ja auch schon, dass das 48 sein wird. Und der Text hier, komm in die. Das Ganze funktioniert übrigens sehr flüssig, flüssiger als alle anderen Editoren, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Einfügen. Oh, das klappt auch sehr gut. Hier die Farbe richtig einstellen. 48. Gucken wir uns als nächstes mal das Icon an. Hier haben wir die Hand. Klick da drauf, da passiert nichts. Ich muss anscheinend hier oben diesen String löschen. Und hier dauert es ein bisschen. Anscheinend wird das immer wieder neu gepasst.
Ich konnte hier bei meinen Tests die Wellen nicht finden. Hier bei diesem Icon-Set konnte ich da, wenn ich W eintippe, ja, irgendwas anderes. Nehmen wir beispielsweise einfach nur testweise irgendein Icon, weil ich jetzt nichts finden konnte, was tatsächlich irgendwie mit Wasser zu tun hat. Nehmen wir zur Not einfach mal eine Wolke oder die Sonne. Die Sonne passt eigentlich auch gut zum Surfen. Und das Ganze machen wir weiß. Die Größe des Icons, ja, die wird ungefähr 150 sein. Und dann wollen wir ja auch noch ein Outline, nein, Solid drumherum haben. Und da brauchen wir eine blaue Hintergrundfarbe, eine blaue, fast schon lila. Ja, sowas in der Art, das passt ganz gut. Für mein Auge, muss ich sagen, sieht es so aus, als sei die Sonne nicht ganz in der Mitte. Aber okay, die Space Around. Ja, das macht das auch nicht unbedingt besser. Aber so von der Größe her, das gefällt mir. Und für unseren Test hier reicht das erstmal vollkommen aus. Jetzt wollen wir vielleicht noch, dass hier an der Seite, dass das nicht ganz bis nach rechts läuft, sodass es ein bisschen schneller umbricht. Also klicke ich hier tatsächlich auf das Heading drauf und geben wir dem Heading einfach mal unter Size und Spacing, sagen wir mal, die maximale Größe könnten wir ja auch mal versuchen auf 80% zu setzen. Gucken, was dann passiert. Nicht 80px, sondern 80%. Ja, machen wir mal 70%. Ja, und das sieht doch super aus. Das kommt dem Original schon sehr nah. Hier unten haben wir schon unseren Platz. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Platz da drüber. Und da klicke ich einfach mal diese Zelle an. Und dann beim Spacing geben wir oben einfach mal 120 ein. 120, wunderbar. Und jetzt ist das hier nicht mit nach oben gerutscht oder nach unten gerutscht. Steht nicht mehr genau daneben. Also klicke ich hier drauf und mache das Gleiche einfach nochmal. Dann muss man es halt für zwei Elemente einstellen. Also auch hier 120. Und jetzt sieht es genau richtig aus. Das gefällt schon mal super gut. Da können wir in die nächste Sektion einsteigen. Hier brauchen wir drei Spalten auf jeden Fall. Das Ganze ist schon selektiert, also kann ich auf Spalten gehen und dann drei Stück auswählen. Dann klicke ich auf die erste Spalte, hinzufügen. Oben brauchen wir ein Icon, hinzufügen. Darunter brauchen wir ein Heading, hinzufügen. Darunter brauchen wir einen Text. Wow, das ging wirklich schnell. Und hier können wir mal schauen. Ja, die Frage ist, wie wird, das ist das darüberliegende Element. Wenn ich das Ganze jetzt zentriert ausrichte, dann ist dieser Text natürlich auch zentriert. Wenn ich diesen Text jedoch wieder nach links bekomme, das klappt. Ja, dann habe ich eine Lösung dafür tatsächlich. So, das Icon müssen wir noch austauschen. Hier brauchen wir irgendwas mit Read oder sowas, wenn ich das jetzt finden kann. Ja, also hier erscheint nur eine kleinere Vorauswahl der richtigen Icons enthalten zu sein, obwohl es sich ja hier um Font Awesome handelt. Und da würde ich dann entsprechend, ja, jetzt nicht lange rumfackeln, sondern einfach mal dieses Icon nehmen. Dann lesen. Der Font, der sieht schon mal ziemlich gut aus. Ich glaube, wir hatten hier 32 von der Größe. Und den Text, den können wir uns mal hier rauskopieren. So, wenn ich den jetzt mal einfüge, gucken, was passiert. Aber das sieht sogar ganz gut aus. Was die meisten Editoren oder Plugins nicht hinbekommen, ist, das hier auf Fett zu machen. Und das geht anscheinend hier auch nicht. Das Oxygen scheint also wirklich ein What You See is What You Get Editor zu sein. Und ich kann hier nicht zum Beispiel einzelne Wörter nehmen und die fett machen. Also dazu muss ich dann ein einzelnes Element, obwohl, bevor ich weiterrede, versuche einfach mal hier diese Wörter zu selektieren. Und wenn ich dann da oben auf Bold klicke, tatsächlich. Also so wie es im Original-Layout eigentlich sein soll, der erste Satz soll hier hervorgehoben sein. Und das klappt mit diesem Plugin auch wirklich hervorragend. Ja, dann muss ich nur noch den Rest fertigstellen. So.
fertig. Das war bis jetzt die schnellste Zeit, die ich hierfür erreichen konnte. Beginnen wir einfach mal damit, hier ein Hintergrundbild einzufügen. Hintergrundbild und hier unseren Surfer. Um die Höhe des Elementes tatsächlich auf 100% zu bekommen, könnten wir hier auch einfach bei Höhe 100 und dann Viewport Height einstellen. Und das müsste ja genau die richtige Höhe geben. Als nächstes brauchen wir dann einen Text oder eine Überschrift. Die Überschrift, hier kommt unser Text rein. Und der ist dann auch relativ groß. Typografie machen wir die Farbe erstmal auf weiß. Ja, das Ganze kann ruhig zentriert sein. Der Font ist Roboto. Und die Größe mindestens 80. Ja, das sieht gut aus. So, aber die große Frage ist, wie bekomme ich das Element jetzt in die Mitte? Und hier gibt es einen coolen Trick, beziehungsweise etwas, wo ich sagen würde, dass Oxygen ein bisschen weiter vorangeschritten ist als die meisten anderen Plugins. Ich kann hier das umgebende Element selektieren und dann bei Advanced unter Layout dieses Element zu einem Flex-Element machen und dann sagen, dass alles, was da drin ist, erstmal zentriert und Justify Content auch auf zentriert und dann wird dieses Element tatsächlich in die Mitte gedrückt. Das hat mit dem relativ neuen CSS Flex zu tun und das ist eine extrem praktische Sache. Und das sieht man einfach bei den anderen Plugins nicht so gut gelöst wie hier. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Hintergrund hier entsprechend anpassen und hier gehe ich auf Background und Background Color auf Schwarz. Und ja, leider bleibt diese Box nicht immer offen, aber hier ungefähr 50%. Das passt und das sieht sehr gut aus. Damit bin ich zufrieden. Als nächstes kommt wieder unser Click-Team. Dafür brauchen wir unsere drei Spalten. Also hier das Element ist selektiert. Spalten einfügen, 3. Und dann haben wir hier ganz oben ein Bild, Image. Darunter haben wir eine kleine Überschrift und dann vielleicht ein Text. Perfekt. Bild ausgewählt. Das richtige Bild auswählen. So, das umgebende Element ist aktiviert und jetzt werde ich das Ganze noch so ausrichten. Ja, und das passt und das sieht auch sehr gut aus. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Spalten befüllen. So, fertig. Jetzt noch hier oben drüber eine Überschrift einfügen. Mal schauen, wie das funktioniert. Hinzufügen, Überschrift und das muss ich jetzt wahrscheinlich nach oben verschieben. Und hierzu gibt es auch ein nettes Feature. Das haben andere Plugins auch, aber ich finde, die Lösung in Oxygen ist tatsächlich die übersichtlichste. Und zwar, anstatt das hier von Hand nach oben zu ziehen, was manchmal ein bisschen fiddlig ist, kann man auch auf Struktur gehen und hier entsprechend das Heading nach oben schieben. Und schon ist die Überschrift darüber. Das finde ich ist wirklich eine sehr gute Lösung. Also wenn wir hier mal reinklicken und gucken, ob wir das mittig ausrichten können. Ja, nur innerhalb der Box, das bringt also nichts. Das heißt, ich möchte, dass diese Box hier in die Mitte wandert. Und das mache ich am besten, indem ich das darüber liegende Element selektiere und dann hier auf Center gehe. Unser Click-Team. Das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer. 80 ist, glaube ich, unsere große Schrift. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Auch der Abstand von oben ist schon sehr gut eingerichtet. Ein letzter Blick im Original. Da sind die Überschriften ein bisschen kleiner. Okay, das kriegen wir hier auch noch hin. Waren das 32? Ja, 32, das geht schon. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Font. So. Aber allgemein bin ich schon recht zufrieden damit, wie das Ganze hier aussieht. Ja, ich denke, das reicht. Kommen wir als nächstes zur Bildergalerie. Okay, dazu fügen wir hier in die Sektion erstmal nichts weiter ein als, jetzt müssen wir mal schauen, ausnahmsweise nehmen wir hier einfach mal eine Galerie. Hier. Wir haben ja hier den Vorteil, dass wir die Vollversion testen.
Und das ist in der WP Sandbox. Das kann man ganz einfach ausprobieren bei Oxygen auf der Website. Da kann man auf Try klicken und da bekommt man seine eigene Sandbox eingerichtet. Im Vergleich zu den Lite- und Demo-Versionen der anderen Hersteller haben wir hier quasi den vollen Funktionsumfang. So, und jetzt haben wir hier die Galerie und können hier drauf klicken und entsprechend Bilder aktivieren. Hier haben wir dann auch direkt die Möglichkeit, mehrere Bilder zu aktivieren. Die gehe ich jetzt einfach mal so durch. So, das sind die neun, die wir wollen. Create New Gallery, Insert Gallery. Ja, und da haben wir ein nettes Layout für eine Gallery. Images per Row, 3. Ja, und so ist das Layout genauso, wie wir es wünschen. Und zwar in das darüberliegende Element hinzufügen, Basics und dann Heading. Das wollen wir wieder zentrieren und in der Struktur nach oben verschieben über die Galerie. Ja, wir brauchen hier auch schön groß und dann müssen wir das Ganze auch weiß machen. Das können wir dann jetzt nicht mehr sehen. Die Einstellungen zum Gradienten sind ganz weit unten, hier Gradient. Und hier können wir dann mal die Farben hinzufügen. Die erste Farbe wäre dann vielleicht ein relativ dunkles Blau. Und da müssen wir noch eine Farbe hinzufügen. Und dann nehmen wir mal ein helleres Blau. Irgendwie sowas in der Art. Genau. Und jetzt müssen wir das noch auf Radial stellen. Und das sieht doch sehr schön aus. Radial, Circle, Ellipse. Aber ich nehme jetzt hier einfach mal ein helleres Blau. Und da nehme ich ein dunkleres. Würde das hier noch ein bisschen heller machen. Ja, so, das sieht doch super aus. Okay. Ja, ist ein bisschen anders von der Farbe her, aber das gefällt mir sehr gut. Und so können wir es lassen. Vielleicht noch ein bisschen Platz von oben und unten. Den können wir hier ganz leicht aufziehen. Das Element hier drauf und so ein bisschen. Ja, das sieht perfekt aus. So möchte ich es gerne lassen. Die Struktur können wir wieder deaktivieren. Nächstes haben wir noch die Kontaktzeile. Wollen wir den Satz schon mal rauskopieren? Okay, wir müssen in unsere nächste Sektion. Und hier haben wir ein zweispaltiges Layout. Das sieht so aus. In der ersten Spalte haben wir dann eine Überschrift. Und unter der Überschrift haben wir einen Text. Das ist der Text und da steht einfach nur Kontakt. Außerdem haben wir natürlich eine Hintergrundgrafik, die ist dann hier einzufügen. Das ist diese Welle. Ja, das klappt ganz gut. Jetzt können wir auch die Schrift hier mal auf weiß setzen. Mal ein Experiment, wenn ich das darüberliegende Element aktiviere und dann unter Advanced Background Layout Typografie die Farbe auf weiß einstelle, müsste eigentlich, ja, siehste, das funktioniert nämlich auch. Jetzt ist nämlich die Farbe der Schrift für alle Elemente auf weiß und ich muss das nicht mehr einzeln anklicken. So, dennoch möchte ich natürlich hier den Font richtig auswählen und die Größe auf 80. Noch ist es sehr schlecht zu erkennen. Hier sollte die Größe auf 16 und der Font eben auf Roboto. Damit wir das gut erkennen können, das darüberliegende Element angeklickt und im Bereich Background den Image Overlay ausgewählt auf Schwarz. Nochmal anklicken auf 50%. Und schon können wir das super erkennen. Und hier möchten wir jetzt auch noch eine Icon-Liste haben. Auf der rechten Seite müssen wir noch den Text einfügen. Hier habe ich lange experimentiert, aber letztendlich auch nicht herausgefunden, wie ich die Icons daneben kriege. Das liegt mit Sicherheit nicht an Oxygen, sondern mehr daran, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie das funktioniert. Denn Oxygen bietet tatsächlich, wenn wir das mal hier entfernen, eine Möglichkeit, sehr komplexe Layout-Elemente anzulegen und einzubinden.
Also beispielsweise hier gibt es die Möglichkeit, eine Icon-Box einzubinden. Wenn man sich das anguckt, das ist genau das Gleiche, was wir hier oben schon haben. Das hätte ich mir also sparen können, indem ich das auf einen Schlag erstelle. Und hier kann ich tatsächlich, was das Layout betrifft, hier alles auf Center stellen. Und da wäre ich schon direkt fertig gewesen sozusagen. Ja. Wie ich das Icon jetzt neben die Schrift bekomme, das habe ich noch nicht rausgefunden. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal weg und lösche das. Füge einen normalen Text ein, hier oben unter Basic. Und füge dort das hier ein. Vielleicht kann ich da noch dann so den Abstand zwischen den Zeilen noch entsprechend einstellen. Und das dürfte bei Typografie sein. Und hier die Line-Height von mir aus auf 1.5. Das hat nichts gebracht. Auf 2. Ah, jetzt geht es auseinander. Auf 3. Das müsste reichen. Hier möchte ich auch das Ganze vertikal so in die Mitte kommt. Ja, und dann muss ich eigentlich nur noch hier oben für ein bisschen Abstand sorgen. Vielleicht so und vielleicht so. Und das reicht schon aus für diese Zeile. Dann bleibt zum Schluss nur noch unsere Fußzeile. Und hier brauche ich mal wieder, wenn ich da drin bin, ja, bin ich schon, brauche ich 2 Spalten. Diese 2 Spalten, die ziehe ich dann am besten auch auf gleich. Wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich durchaus bei Size and Spacing auf Page Width und Full Width sagen, wunderbar. Und jetzt muss ich hier eigentlich nur noch meinen Text einfügen. Das wäre dann einmal der Copyright-Hinweis. Und auf der anderen Seite hatte ich ein bisschen Text mit einem Link oder mit 2 Links. Text einfügen, Impressum und der Datenschutz, der berühmte, der überall dabei sein muss. Gucken, ob Command-K geht, das funktioniert nicht, aber ich kann hier oben auf Link klicken und dort meinen Link entsprechend einfügen. Kopiere ich den raus. Der bekommt auch noch einen Link. Jetzt ist mir tatsächlich das Unglaubliche passiert, nämlich ich habe die Links hier oben hingeschoben. Mal gucken, ob ich es via Drag and Drop hinkriege, wenn ich es hier anfasse und wieder da unten reinfallen lasse. Ha, das hat geklappt. Also, nochmal ein Doppelklick hier drauf. Link einstellen. Hat geklappt. Und dann das darüberliegende Element aktivieren, das Ganze rechts ausrichten. Also vielleicht noch hier den Abstand ein bisschen verkleinern nach unten hin und den etwas vergrößern und fertig. Bleibt uns zum Schluss nur noch das Speichern. Um uns das Resultat anzuschauen, können wir in das Font entschalten. Und das geht auch schnell, wenigstens in die Richtung. Ja, und das sieht da mal wirklich sehr gut aus. Das funktioniert alles. Die Galerie habe ich selbst noch gar nicht getestet. Ja, hier können wir sogar weiter. Ja, das sieht toll aus. Das gefällt mir sehr gut. Insgesamt muss ich sagen, Oxygen hat mich wirklich sehr überrascht. Zusammen mit Brizzy, würde ich sagen, ist es ungefähr auf einem Niveau, wenn es nicht sogar die Nase vorn hat, was die Bedienung betrifft. Und was die Mächtigkeit betrifft, so muss man sagen, ist Oxygen relativ weit vorne. Denn hier lassen sich sogar Flex-Elemente definieren und viele andere Sachen machen, die, ja, die andere Plugins auch haben, aber die teilweise nicht so flüssig von der Hand gehen, ein bisschen länger dauern. Wir sehen hier das Umschalten zwischen dem Frontend und dem Backend-Editor dauert ewig lange. Da ist zum Beispiel der Beaver-Builder deutlich schneller. Wer also hier ständig hin und her schalten möchte, der hat damit natürlich keinen Spaß. Aber vielleicht kann man diese Seite entsprechend offen lassen und dann das Ganze in einer neuen Seite aufmachen, um da ein bisschen Zeit zu sparen. Auf jeden Fall, der Oxygen-Editor, der hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und er geht auch wirklich sehr schnell von der Hand. Aber was mir auch aufgefallen ist, wenn man irgendwas reinpastet, das funktioniert in der Regel so, wie man es erwartet. Das Layout wird dann nicht zerstört, sondern man hat vielleicht ein paar zusätzliche Returns oder so, die man rausnehmen muss. Aber insgesamt hat das wirklich sehr gut geklappt. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken.